1989 wurde das Wurzacher-Ried als eines der größten noch intakten Hochmoorgebiete Mitteleuropas erstmals mit dem Europadiplom ausgezeichnet. Eine Würdigung, welche die internationale Bedeutung dieses Naturschutzgebietes unterstreicht. Von unserem Kamerastandpunkt aus können wir nur einen Teil des Wurzacher Beckens und des Riedes überblicken. Im Wurzacher Becken, das von Moränen aus der Riss- und Würmeiszeit, dem Ziegelberg und der Grabener Höhe umgrenzt ist, liegt auch der von allem ornithologisch sehr interessante Rohrsee. Die Moorfläche bildet ein sich von Nordost nach Südwest erstreckendes unregelmäßiges Viereck von ungefähr 8 mal 4 Kilometer. Die Gesamtmoorfläche beträgt rund 1800 Hektar. Davon sind etwa ein Drittel von menschlichen Eingriffen unberührtes Hochmoor. Ein weiteres Drittel bilden Niedermoorbereiche, während das verbleibende Drittel Hochmoorbereiche repräsentiert, das durch den bis in die 1990er Jahre währenden Abbau von Torf wesentlich verändert und gestaltet wurde. Zuletzt wurde Torf vor allem als Badetorf für die Bad Wurzacher Kurbetriebe abgebaut. Das Wurzacher Ried bietet sehr unterschiedlich strukturierte, vielfältige Lebensräume. Die Hochmoorflächen sind weitgehend baumlos und nur von Spezialisten besiedelt, die in der sauren und nährstoffarmen Umgebung gedeihen können. Typisch sind das Wollgras, der Sumpfrosmarin, die Moosbeere sowie vor allem verschiedene Torfmoose. Auch Heidelbeere und Preiselbeere kommen hier vor. Vereinzelt tritt auch der Sonnentau auf. In den Randbereichen können die Moor-, Birke- und Rotföhren gedeihen. Häufig ist auch der Faulbaum. Die Niedermoor- und Übergangsmoorflächen sind dagegen bedeutend artenreicher. An den Gewässerrändern überwiegen verschiedene Seggenarten, während in den weniger feuchten Gebieten eine Fülle von Blütenpflanzen und Orchideen gedeihen kann. Die Randbereiche der Niedermoorgebiete wurden und werden zum Teil noch immer extensiv landwirtschaftlich genutzt. Für diese Streuwiesen ist das Pfeifengras typisch und bestandsbildend. Die Artenvielfalt an Insekten, Amphibien, Reptilien und Vögeln, darunter zum Beispiel Kiebitz, Wachtelkönig und Bekassine, ist in diesem Lebensraum sehr groß. Die Entstehungsgeschichte des Moorgebietes reicht in die vorletzte, die Risseiszeit, zurück. Eine Zunge des Rheingletschers schürfte zwischen den alten Hügelketten Ziegelberg und Grabener Höhe ein breites Tal aus. Beim Abschmelzen bildeten sich mehrere Endmoränen, die das Tal im Nordwesten abriegelten. In der letzten Eiszeit, der Würmeiszeit bis vor etwa 20.000 Jahren, reichte der Rheingletscher nicht so weit wie der der Risseiszeit. Auch er hinterließ beim Abschmelzen Moränen, die nun das Tal in südwestlicher Richtung für Abflüsse blockierten. In der nachfolgenden Warmzeit entstand in dieser abflusslosen Senke ein flacher, sauerstoffarmer See, der nach und nach verlandete und verkrautete. Die gewaltige Biomasse verwandelte sich in Torf. In diesem nun bestehenden Nieder- oder Grundwassermoor siedelten sich verschiedene Moose an, die in ihren Zerfallsprozessen weitere Schichten auf das Niedermoor legten, das sich dadurch erhöhte, wölbte, fester und vor allem nicht mehr vom Grundwasser, sondern von den ergiebigen Niederschlägen gesteuert wurde.
So entstanden die Hochmoorbereiche, die aufgrund der sehr sauren und nährstoffarmen Bodenverhältnisse nur von wenigen Pflanzenarten besiedelt werden können.